Hallo und herzlich willkommen bei Retro Campen. Ich bin heute auf dem Jagdnach Dicket und habe heute das Spiel Leago on Pandeos. Viel Spaß! Und da sind wir. Und ich werde so wie immer die ganzen roten Punkte erstmal einsammeln. Mal ein bisschen langsam machen. Ich bin ja nicht taub, noch nicht. Wir werden mal schauen, was wir hier alles machen können, machen müssen. Da ist der rote Punkt. Oh, da ist viel. Video gucken. Okay, das will ich wahrscheinlich überspringen. Okay. Ich bin das Level 23. Also anscheinend noch ganz am Anfang. Also hier heißt es nicht Free oder irgendwas anderes, hier heißt es Blitz. 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 Meine Helden. Ich habe heute irgendwie so einen großen Hals, keine Ahnung. Okay. Darunter, das sind die kleinen. Ich möchte ja hier, ich habe ja schon 5 legendäre oder sogar 6 legendäre und da muss ich nur die aufwerten immer. Hier habe ich schon auf 50, den noch nicht. Aber ich jetzt mal die hier aufwerten. Ist ja 50? 30. So, jetzt kommt der hier dran. Da sind wir jetzt auf Level 30. Level 40. Oh, da komme ich nicht weiter. Hier noch einen roten Punkt. Aufleveln möchte ich den jetzt nicht, weil ich möchte erstmal den noch aufleveln dann. Ja gut, dann warten wir damit mal ein bisschen. Meine Nase juckt. So. Dann sind wir jetzt in der Stadt drin. Hier ist ein Punkt bei Elfenshop. Das haben wir gekauft. Trophäen das auch nochmal. Benutzen haben wir den. Ist der rote Punkt wenigstens weg. Ah, hier gibt es nur lilanen Held, blauen Held. Brauche ich nicht. Ich habe ja schon epische Helden. Arena. Kampfstärke, das ist der schwächste von den drei. Spannender Kampf. Oder nicht ganz so spannend. 11,8, 11,8, 47. Ich glaube, dann nehme ich lieber einen 11,8er. Ach je. Ach, die hat meinen Levelbereich. Darf ich die mal herausfordern?
wäre es ganz leicht. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel auch ist. Bei manchen Spielen hat man das ja von wegen. Dann ist so ein Gegner richtig leicht. Dann kriegt ihr ihn auch nicht kaputt, weil der doch Wirklichkeit richtig stark ist. So ganz kurios. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte eine Kampfkraft von weniger als meine. Ich habe Kampfkraft 42.800. Hier oben steht die Kampfkraft. Wie sagen wir, dann hat da einer auch. Ich nur 40.000. Und der besiegt mich dann bei einer richtig starkes, den ich mit meinen Leuten nicht kaputt kriege. Und die anderen halt alle so lau. Das habe ich auch schon bei manchen Spielen gehabt. Ja. Aber hier jetzt alle Level 10. Und ich bin Level 50. Jetzt kann ich nicht mehr kämpfen. Leuchtet da bei Arena? Ach so, beim Block. Okay. Beschwörung. Eine freie Beschwörung. Okay. Können wir nochmal 10 beschwören. Oh, ein neuer Charakter. Noch ein neuer Charakter. Kein legendärer dabei. Ach komm, machen wir nochmal 10. Supara. Da. Ich habe einen legendären. Oder legendäre in dem Fall. Na gut. Gehe ich mal auf Hero. Da ist die achte Person. Auf 35 schon. Das ist gut. Diamanten abholen. Ein roter Punkt. Ah, ich kann jetzt zwei Formationen schon nehmen. Ich bleibe erstmal bei der Formation. Dann schauen wir mal. Ja. Oh, nice. Okay, dann haben wir alles gemacht. Dann werden wir mal die ganzen Punkte hier einsammeln.
wenn er was meint zumindest. Claim, claim. Nicht Blitz. Naja. Eine freie Beschwörung. Für eine Waffe. Ah, nee. Einmal am Spielautomaten drehen. Luft kommt bei raus. Okay. Jetzt aber jetzt hier. Nehmen wir die hier. Punkt verschwindet, aber hier vorne ist doch der eine rote Punkt. Das ist sicher nur ein Kampf frei, vielleicht deswegen. Ich habe 3 Feuer, 2 Wasser. Ja, okay, ich habe hier Feuer, Wasser, Feuer, Feuer, Wasser, Wasser. Einmal den hier noch. Wasser, Wasser. So bin ich zwar ein bisschen schlechter, aber ich habe jetzt mal eine. Nicht nur Feuer, Wasser. Ich hab dann auch mal einen anderen dabei. So habe ich 2-mal Wasser. Gut, immer was. So. Wasser, Feuer und das Zahnrad. Was soll man sein? 1, 2, 2. Wenn ich alles auf Wasser mache, habe ich 5-mal Wasser. Ich Power auf Feuer. Was war der Gegner für einer? Warte, ich glaube, der ist Nahkämpfer. Ach, er war grün. Ah, genau das, was ich nicht nehmen sollte. Der ist zu stark. Gut. Dann gehen wir mal in die Tasche rein. Schauen, was wir da haben. Eine Beschwörung. Noch eine Beschwörung. Craft. Und noch eine Beschwörung. Sogar 5. Ja. Dann bin ich ja jetzt schon fertig. Limit. Da ist noch eine Box mit dem roten Punkt. Einsammeln. Einsammeln.
hier noch? Meine Dailies. Was habe ich da noch? Epischen Kämpfer, Kämpferin. Und hier noch einen. Genau. Und dann den einmal aufleveln. Okay, komm, dann machen wir den auch mal. Zack. Gut. Freunde, Geschenke geben. Was habe ich hier noch? Puh, ist ganz schön teuer geworden. Okay, doch da. Und den hier. Und das bin ich und das sind die anderen Kameraden, die ich noch nicht kenne. Die stärksten 5 sind drinne. Mal schauen. Der Boss ist 115. Ja. Mein letzter Schluck Wasser. Super. Da haben wir was. Red. Komisch, bei dem machst du blub, bei der anderen brown. Der Blick. Ciao. Ciao. Also, alles macht die Leute stärker, nur Support nicht. Gemein.
Okay, auf Blitz geht's schneller. Habe ich so viele. Jetzt habe ich so viele epische Helden. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, haben wir alles. Dann gehen wir wieder hier hoch. Ah, warte mal, hier raus. Da kann ich die Gruppe einstellen. So, sind wir denn hier? Oder? Ja, was war denn drin? Okay, was muss ich hier noch machen? Dreimal gegen Gilmboss kämpfen. Okay. Kostet das gleich, als wenn ich normal kämpfe. Okay, dann haben wir hier noch einmal. Zweimal. Kommen wir den hier. Noch ein Refresh, fertig. Boah, ich muss den hier machen. Noch fünfmal. Soll ich das schaffen? Ich kann nur noch zweimal. Jetzt muss ich bezahlen. Ist ja klar. Also werde ich eigentlich nie das hier hinten bekommen, weil ich hier mit Geld was bezahlen müsste. Oder geht das hier auch? Nee. Kaufen wir den hier? Jetzt so? Get more changes. Ich brauche mehr Changes. Also das habe ich gekriegt, nur die geben uns nicht. Bei denen habe ich den nicht. Den habe ich und den habe ich. Keine Ahnung. Egal. Schauen wir nochmal hier nach. Ah, ich kann wieder aufleveln. Da.
Okay. Dann haben wir jetzt alles fertig. Und da oben steht wieder was. Da nochmal was. Und gut. Dann habe ich nur noch die Videos angucken. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich beende das Spiel. Hol mir das Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.